Ja, jetzt höre ich mich auf jeden Fall. Und dich? Ja. Ja, dich höre ich auch. Alles klar. Okay. Und dann sind wir auch schon drin. Okay, let's go. Also, jetzt hier erstes Game heute, erstes Turniergame. Vielleicht sind die anderen jetzt auch schon gerade dran an den Nicht-Stream-Setups, aber wir sehen jetzt hier Dafung und ist das Squallen LDT? Glaube ja. Ich glaube auch. Ich bin mir allerdings, also du hast da wahrscheinlich mehr Ahnung als ich. Ja, warte mal, hier ist, ja, nee, Splash-Match ist das, genau. Flora wieder mit, der Hammer! Oh. Okay, okay. Genau, gegen Scorpion und Flora. Die beiden spielen, glaube ich, fast immer miteinander und kennen sich auch schon. Haben uns das letzte Mal auch rausgehauen jetzt. Muss ich gerade dran denken. Da kommen die Flashbacks. Da kommen die Flashbacks, ja. Direkt posttraumatische Erlebnisse, die wir hochkommen. Hat der Fang letztes Mal schon mit dem Mii-Boxer gespielt? Oh, schöner Upsmash. Davon spielt Mii-Brawler. Okay. Der main den, soweit ich weiß. Und gehen hier in leichten Lead, Splash-Mash und Davon. Aber nichts, jetzt hier mit der fetten Arschbombe. Den Ausgleich erzielt. Oh, fiese Offstage-Games hier. So aufpassen gegen Splash-Match. Also, gegen Splash-Match habe ich wirklich keine Chance, muss ich zugeben, weil ich einfach, wenn ich gegen diesen Char spiele, nur gegen ihn spiele. Mhm. Und das sind einfach so diese Matchup-Erfahrungen, die mir dann fehlen, weil dieser Char ist einfach weird und er spielt ihn sehr gut. Ja, aber die anderen machen das hier ganz gut gerade. Das ist, wie heißt der Charakter von Splash-Match? Robin. Robin ist das, okay. Genau. Dann hatte ich das richtig. Oder Darian oder so. Ich glaube, es gibt so zwei Varianten von denen oder so. Aber ist der gleiche Char. So weit ich weiß. Okay, okay. Also ganz schön even Game hier. Das kann auf jeden Fall spannend werden. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Es sei denn, jemand haut sich eine fiese Combo raus. Aber ansonsten... Oh, das war schön. Von Flora. Schön gesehen, schön aufgepasst. Man merkt, die Aufmerksamkeit ist noch da. Noch kein Kill, okay. Die haben sich gerade alle schön... Schöner Downsmash. Ja. Downsmash natürlich in Teams, wenn man einen guten Downsmash hat, auch sinnvoll, weil viel gerollt wird. Und das war der Kill und das ist immer noch sowas von ihm gerade jetzt hier. Oh, aber Flora verliert das Stock und damit ging Splashmash unter Funk jetzt hier in Führung. Ein Stock lead bei Splashmash, den muss er jetzt natürlich ein bisschen covern. Ich kann mir vorstellen, dass der Funk da ein bisschen nachhilft. Ist jetzt aber offstage, onstage. Oh, und das war's. Das war's ja. Für... hier, wer ist das denn? Scorpion. Oh, und das ging jetzt natürlich schnell, ne? Die ganze Zeit even gewesen und jetzt ja. Hier die Stock verloren. Das habe ich gar nicht gesehen, wie das passiert ist. Aber es ging so schnell. Oh, schöner Abi. Ja, und das ist natürlich jetzt auch eine gute Taktik von den beiden. Und das könnte was sein. Noch nicht ganz. Aber hart für DDD, dagegen die zwei onstage zu kommen. Oh, das Schwert trifft ihn. Oh, okay, kriegt er noch. Okay. Ich nicht so ganz klar. Die Abi, das wäre es fast gewesen. Ganz harte Sache jetzt hier für Flora. Und sehen wir den Team-Kombo. Oh, nee. Ich dachte, das wäre vielleicht Footstool gewesen. Also, das wäre cool gewesen, ne? Footstool magst du einmal kurz erklären? Ja, das ist, wenn jetzt. Das war's hier mit der Backair. Sehr schön. Clean runtergespielt, würde ich sagen. Genau, also Footstool ist, wenn man jemanden auf den Kopf springt. Und in Team-Kombos, wenn man da so richtig stylen will oder sowas, ne, dann wirft man den anderen, gerade wenn man 2-1 spielt, wirft man den einen irgendwie zum anderen rüber und der springt ihm vielleicht auf den Kopf oder sowas, weißt du? Okay, und macht da was Cooles daraus. Sowas sieht man natürlich gerne, ne? Auf jeden Fall. Also ich sehe sowas besonders gerne, ne? Ich stehe ja so auf stylisches Gameplay. Ja, absolut. Ich meine, es soll ja nicht, also gerade für uns Zuschauer ist es ja schön, wenn es auch noch cool aussieht dabei. Ja, genau. Ich lege da vielleicht ein bisschen zu viel Wert drauf, weil ich mit Zeit halt immer auch, irgendwie stylen will und so. Und so, wenn ich führe, dann mache ich irgendwelche coolen Sachen, wegen denen ich dann noch verliere. Aber ist okay, ey. Alles also du stirbst alles gerne fürs in Schönheit. Genau. Ja, das heißt, alles für die Kunst, weißt du? Team von Splash Mage
und Dafung, oder? Mhm. Ja, genau. Wir führen jetzt 1-0. Wir spielen, genau, hatte ich noch gar nicht erwähnt, in den Doubles wie immer Best of 3. Ah ja, okay. Mhm. Wir hatten noch mal Bo5s, glaube ich, aber das hat sich dann zu sehr gezogen wahrscheinlich. Ja, ich weiß gerade nicht, wie es in den Finals ist, aber ich meine, wir spielen die ganzen Doubles Best of 3. Okay, und, macht Sinn. Singles dann auf jeden Fall spätestens in den Finals dann Best of 3. Okay. Ja, ich habe mir gar nicht die Singles Brackets angeguckt bisher. Ich weiß gar nicht, ob wir, also wie wir da spielen. Ja, müsste ich gleich auch noch mal einen Blick drauf werfen. Okay, jetzt geht's erstmal weiter hier. Wir sind alle über den gleichen Char geblieben. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Wahl, weil es lief auch gar nicht schlecht. Für Scorpion und Flora. Aber jetzt kommt gleich Flora hier schon ziemlich nah an der Blast Zone. Und Splash Match und Scorpion schenken sich nichts da an das Offstage Game. Oh, und guck mal hier, was Splash Match da macht. Das ist so irgendwie auf einmal 500. Schaden, keine Ahnung, wie es geht. Okay. Das Splashmatch spielt das hier sauber runter, wenn man sich mal die Prozente anguckt und holt den Kill sogar. Boah, und den nächsten. Ja, Mitte ist gerade für Team Gelb ein bisschen Todeszone gefühlt gewesen. Mhm, ja, da Funk auch noch hier beim dritten Stock. Ja. Splashmatch auch ordentlich hier am Maken. Aber bekommt hier ein bisschen rein. Vom DDD. Schöner Update. Oh, der Self-Kill hier von Scorpion. Ärgerlich. Oder wer war das? Ich glaube, ja. Ich weiß auch nicht. Nee, das war Dafung. Dafung hat sich hier. Oh, und jetzt war Scorpion. Oh, das ist der Commentator's Curse. Das ist ärgerlich. Ja, das ist irgendwie so ein Phänomen, ne? Also, das nennt man also Commentator's Curse. So das, was irgendwie gesagt wird, was noch nicht eingetroffen ist, das trifft ja manchmal ein. Du leider an dieser Stelle. Sorry, Scorpion. Alles meine Schuld. Schäm dich. Es tut mir leid. Aber Splash Match hier noch mit 3 Stocks, ne, das ist natürlich jetzt schon nochmal deutlich. Und hier die Backer und damit war es das für Scorpion. Holt sich aber ein Leben. Aber das ist schon ein ganz anderes Game als das erste hier. Sehr schön adapted hier für Splash Match und Dafung. Ja. Und lassen da gerade überhaupt keine Zweifel aufkommen, wer. Also da muss jetzt richtig was passieren, dass sich daran noch was ändert. Hier gleich nochmal eine Footstool-Kombo. Never know. Mhm. Versuchen jetzt natürlich irgendwie Flora auch loszuwerden. Weil mit Rage und so. Bei DDD muss man aufpassen. Man kassiert dann vielleicht doch mal einen Hammer oder so. Aber wir spielen das so clean runter hier. Und Splash Match mit 3 Stocks noch. Dafung verliert hier aber sein Stock. Holt sich aber einen von den dreien. Das kann man ja gut mal machen. Und das war's jetzt hier für Flora. Ja. Und Scorpion hat hart zu kämpfen jetzt. Im Übrigen jetzt ähnlich wieder wie im letzten Endgame. 3 Stocks gegen 1. Oh, was ist der? Tschüss. Magst du einmal kurz erklären, was er jetzt am Ende. Ja, also Scorpion war ziemlich aggressiv gerade offstage, hat versucht, ihn da noch mit einer Nair oder einer Fair oder sowas zu hitten, um ihn da vielleicht zu gimpen quasi.